Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier in der Torwart-Spielerkirche. Ich bin's, Jan. Und ja, so ganz ist es ja eigentlich ja keine Torwart-Spielerkirche am Thumbnail und am Telekonto, ihr es wahrscheinlich schon erkennen. Es ist, ja, wir spielen heute eine Torhüterin in einem Pokal und leider kann man nur zwei Gruppen machen. Es geht nicht mehr, man kann ja nicht mehr editieren, ist ein bisschen schade. Aber wir schauen uns das Ganze an, machen einen Pokal mit den, oder eher so gesehen, aus der Sicht der Torhüterin des deutschen Nationalteams der Frauen. Das wird witzig, aber ich glaube, es wird cool und interessant. Und ja, ich weiß absolut nicht, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe, glaube ich, die Frauen einmal in FIFA 18 gespielt und zwei, dreimal in FIFA 17. Ja, und ich glaube, in FIFA 18 auch schon einmal eine Torhüterin. Aber so just for fun, glaube ich, war das sogar nur und gar nicht für die Torwartkarriere. In FIFA 17 habe ich aber auf jeden Fall auch mal für die Torwartkarriere eine Torhüterin gespielt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es echt anders ist, weil die sind halt kleiner. Und dementsprechend muss man da auch ein bisschen anders rangehen. Und wir schauen uns einmal unsere Gruppe an, wenn wir das dürfen. Hier, genau. Australien, England und die Niederlande sind mit uns in einer Gruppe. Und es gibt halt, oh was? Es gibt Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. Oh, das ist interessant. Dann ist es doch länger, als ich dachte. Also jetzt, jeden Tag 18 Uhr, bis das Projekt zu Ende ist, geht es hier aus der Sicht der Torhüterin, ich glaube Schulte oder so heißt die, die spielen wir. Und ja, das sind die drei Gruppen, die hier in dem Turnier antreten. Vielleicht, ich glaube, die haben ihre nächste WM 2019 müssten die haben, glaube ich. Das ist, glaube ich, immer ein Jahr später. Das heißt, vielleicht im nächsten FIFA gibt es eine richtige Frauen-WM. Ich glaube es aber nicht. Ich würde mich aber trotzdem drüber freuen, weil ich finde den WM-Modus echt nice, so mit euch zu spielen. Und ihr findet es auch cool. Und ja, wenn das hier jetzt noch ein Stück weit geiler aufgemacht ist, dann wie bei den Männern, dann ist es wirklich cool. Zu FIFA 17 hätten sie das mit der EM schon machen können, aber das machen sie bei den Männern ja auch nicht richtig. Aber bei den Männern könnte man theoretisch die EM trotzdem spielen. Hier kann man das halt nicht mehr, weil FIFA gar nicht zulässt, dass man mit genug Mannschaften spielt, weil die ganzen Mannschaften einfach gar nicht haben. Wobei, es müssten vielleicht sogar genug Mannschaften da sein, aber die Gruppen reichen halt nicht aus. Was total bescheuert ist, dass sie da irgendeine Begrenzung reinmachen. Aber egal, lassen wir uns davon nicht das Gameplay kaputt machen. Wir haben jetzt das Ganze mal aus der Sicht der Frauen, um ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Mit der WM machen wir trotzdem noch weiter. Ihr habt dafür abgestimmt, dass wir die Prognose aus der Sicht von Manuel Neuer, beziehungsweise aus der Sicht des Torhüters, der in echt dann spielt für Deutschland, dass wir das dann machen. Es wird aber wahrscheinlich immer Manuel Neuer sein. Aber das dann immer ein paar Stunden vor Anpfiff des echten Spiels dann auf meinem Kanal. Da es auf jeden Fall keine EM ist, die wir hier gerade jetzt spielen, weil ja nicht nur Teams aus Europa mit dabei sind, zum Beispiel die USA sind mit dabei, China ist mit dabei, auch eine gute Frauennationalmannschaft. Deswegen sagen wir einfach, wir spielen hier die virtuelle WM von vielleicht 2019. So, wir haben jetzt die Sicht unserer Torhüterin. Ja. Schuld heißt sie einfach nur. Mit der Nummer 1. Und ich glaube, das kann wirklich ein bisschen Abwechslung hier in das Geschehen reinbringen. Das Ganze direkt zum Anfang gegen England. Eine gute Mannschaft, aber ja, wir sind halt Deutschland, ne? Wollen wir gewinnen natürlich. Ja, gut. Habe ich gesagt, die Torhüterinnen sind klein mit 1,80. Gut, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, so vielleicht kommen sie an die 1,90 ran mit paar 80, aber selbst ich in Real bin größer als die. Das ist nicht schlecht. Das wird hammerschwer, an die Bälle ranzukommen. Aber naja, okay. Böse Zungen behaupten ja auch, die Frauen schießen nicht so stark. Und vielleicht auch nicht so platziert. Mal gucken. Uiuiui. Ulala! Alter! Keine Chance. 6. Minute. Klasse rausgespieltes Tor der Engländerinnen. Ja, ganz anderer Kommentatorstil und Vokabeln, die ich sonst gar nicht benutze, muss ich hier einsetzen. Boah, diese Abwechslung. Ohne Scheiß. White, ja, die Spielerin mit der Nummer 18, erzielt den Treffer. Ganz unerwartet. Die spielen ja auch total viele hier mit
Trikot in der Hose. Auch in echt. Also ich gucke nicht viel Frauenfußball oder so. Ein, zwei Spiele schon mal gesehen. Noch nie in echt, nur im Fernsehen. Aber das ist mir damals schon aufgefallen und hier in FIFA ist das auch so. Ja, oh, das ist der erste Ball, den wir... Oh, scheiße, ich wollte jetzt... Oh, ah, angekommen. Der erste Ball für uns, den wir fangen dürfen. Sehr schön. Das hat jetzt aber noch so ein bisschen die Verhältnisse vom gestrigen, von der gestrigen Folge, wo wir mit Island gespielt haben. Also die Engländer in den ersten Startminuten besser im neuen Turnier hier. Eieiei, oh, wow, was eine Glanzparade. Ich weiß nicht, ob die nötig gewesen wäre. Aber dann zeigen wir mal... Oh, Alter. Die Frauen haben noch nicht... Alter! Was hat die für einen Schuss raus? Hat noch nicht mal lizenzierte Torwarthandschuhe. Das sind doch keine anderen als bei den Männern, oder? Können wir doch keine erzählen. Also White hat ja gerade schon das erste Tor geschossen. Das ist auf jeden Fall eine Künstlerin am Ball, wie man das da sieht. Nicht schlecht. Also das kriege selbst ich nicht mehr hin. Geil. Oh, Faustabwehr. Hier werden wir richtig gefordert. Wow. Also dieser Blick. Ich versuche ja immer so für ein Thumbnail immer mal zwischendurch so ein paar Bilder zu machen, aber das ist bei denen hier echt, oder bei der, echt nicht leicht. Die hat ein komisches Gesicht. Und einen komischen Blick. Natürlich nur in FIFA. Oh, hier, die legen los, die legen richtig los. Aber zum Glück sind die Gegner, oh, Alter, die Gegnerspielerinnen, die Gegnerinnen, so. Man muss dann hier echt immer so auf Gender aufpassen, Alter. Richtig kompliziert. Alter, die... Oh, die echt... Also, das Gameplay ist nice. Arbeit auch anstrengend. Und ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Nur was, irgendwie was von... Ach ja, genau. Die Gegnerinnen sind logischerweise zum Glück auch kleiner. Was von der Schusshöhe ja nichts anders macht. Aber wenn wir im Sprungduell mit denen sind, haben wir da immerhin keinen Nachteil. Die sind ja teilweise auch so um die 1,50, die Spielerinnen. Also... Echt klein. So, 25. Minute. Ich stelle auf absoluten Angriff, oder wie das heißt? Totaler Angriff, so. Absolut. Oh, eine Verletzte. Gibt's ja gar nicht, was passiert. Ja, uiuiui. Oh, gegen den Pfosten hingeprallt. Hoffentlich hat sie sich nicht verletzt. Aber, ich meine, jetzt durch den totalen Angriff, es kann eigentlich, ja, England kann gar nicht noch mehr Chancen bekommen, als sie jetzt gerade schon haben. Es geht fast nicht mehr. Ja. Also habe ich mir gedacht, ey, Offensive ist die beste Verteidigung. Ich glaube, wir probieren einfach in den nächsten Folgen auch mal andere Torhüterinnen noch weiter mit aus, weil wir haben jetzt hier gerade nochmal eine Kandidatin, die heißt Benkart oder so ähnlich, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird. 79er Gesamtrating, das hat natürlich auch, ist glaube ich gar nicht in Relation mit den Männerrating oder so. Soll noch besser aussehen, wenn die auch so hohe Zahlen haben. Aber die ist 1,73, ja. Die spielen wir im nächsten Spiel und mal gucken, ob die noch eine dritte oder vierte Torhüterin auch mit haben. Ja, das ist... Oh, aber nächste Glanzparade. Also das funktioniert schon mal. 28. Minute. Nur so ärgerlich, dass die halt am Anfang dieses sweaty goal gemacht haben. Aber ansonsten läuft das eine aus dem Winkel gekratzt. Nicer Scheiß hier. Ohne Witz. Es fehlen nur die Chancen für Deutschland. Wenn wir das ganze Spiel hier gewinnen würden... 1A, sag ich euch. Oh, nächster Ball für mich. Also die Abwehr, es gibt... Oh, Deutschland spielt ohne. Jetzt vielleicht eine Ecke. Also nicht vielleicht, die Ecke gibt's. Aber vielleicht ist mal eine Chance. Ja, naja. Deutschland im 16er, wir vorne mit dabei. Quasi mehr... Oh. Da muss aber mehr bei rumkommen. Das war schön rausgespielt und dann ist er... So ein dummes Schienbein. Stell mal wieder auf, ja nur auf Offensiv, irgendwie, ich weiß nicht, wir müssen die richtige Einstellung finden, damit vorne die Chancen gemacht werden, also, ja, es ist schwer, das zu balancen, irgendwie. Auf allen Einstellungen ist Deutschland schlechter, glaube ich. Ja, moin. Oh, shit. Kacke, 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 kacke. Oh, nein. Hilfe. Nein! Oh Gott! Alles richtig... Oh, alles richtig gemacht. Ha, die Frauen sind nicht so assi, die schießen da nicht, sondern... Die denken auch an die anderen Mitmenschen auf dem Platz. Ein Mann hätte da geschossen, ja?
Meine Frau nicht. So, jetzt ist Halbzeit. Es steht 1:0 durch die frühe Führung der Engländer, Engländerinnen. So. Da immer dran zu denken. Junge, Junge. Stark gespielt die deutlich bessere Mannschaft. Aber irgendwie haben die auch nicht mehr hinbekommen, als dann vor dem quasi leeren Tor einzuschieben. Alles andere wurde vergeigt, beziehungsweise habe ich glanzmäßig mit meiner Torhüterin rausgekratzt. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. 10:2 Schüsse, 57% Ballbesitz hat England oder die Engländerinnen. Ja, das ist echt nicht leicht. Schussgenauigkeit auch miserabel, zum Glück bei denen. Aber wir mussten trotzdem schon unnormal viel machen. Ich meine, wir haben echt viel gefaustet. Das klingt manchmal so komisch, aber es ist halt so, was soll ich machen? Jetzt Deutschland, oh, und dann ist es so ein Gurkenschuss irgendwo hin. Nur nicht richtig dahin, wo es hinkommen soll. Aber, oh, aber wieder das Bein. Ey, die stehen da alles dazwischen. Yeah. Oh, unterkante Latte. Oh. Okay, langsam haben sie Pech. Unterkante Latte. Oh, da. Weißt du, die Torhüterin, die da. Guck da oben, den Ball. Ja, das ist schön. Geht da so da lang. Aber Reaktion null. Jetzt, ja! 58. Minute, der x-te Versuch funktioniert und klappt 1:1. Der, ja, ich meine, die zweite Halbzeit bis jetzt eigentlich ganz gut. Verdiente Ausgleich. Vor allem, wenn man so viel hält wie ich, ja, ohne mich jetzt selbst dabei zu loben. Props an meine Torhüterin da auf jeden Fall. Ne? Dann hat man es auch irgendwann mal vorne verdient. Oh nein, oh nein, oh! Lol. Ich hätte jetzt gedacht, so kommt voll der gute Schuss und dann kam voll. Oh Scheiße, nicht der gute Schuss. Ja! 2:1 Führung in der 70. Minute. Ich glaube, die normale Offensiveinstellung ist wirklich gut. Und natürlich auch die zweite Halbzeit. Da haben sie sich jetzt reingefunden. Und es ist diesmal, oh, die Kapitänin, die Nummer 10, Maro Jan oder so, ist die Torschützin zur Führung, Spiel gedreht. Aber kann das jetzt auch noch über die verbleibende Zeit gehalten werden? Das ist hier die Frage. Das wollen die Spielerinnen der USA nicht auf sich sitzen lassen. Und da stelle ich mein Bein einfach hin, mein Fuß. Ja, weil ich sage, doch, doch, das muss so bleiben, wie es ist. Alles muss ja so bleiben, wie es ist. Und deswegen halte ich den Ball jetzt einfach mal. Und das nächste. Hey. In keinem einzigen Männerspiel hatte ich so viele Paraden. Naja, okay, wahrscheinlich schon. Also, vor allem letzte Folge Island. Also, war auch echt krass. Aber das hier ist auch echt krass. Nächste. Jetzt. Oh, was ein geiles Tackling. Da springt sie einfach wie so eine Verrückte in den Schuss rein. Und ich meine, ich wäre auch noch da gewesen. Aber das war 1A-Einsatz. Danke sehr dafür. 83. Minute. Die Engländerinnen machen es nochmal richtig spannend. Und, oh, da fange ich den Ball einfach. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt jetzt die Faust raus. Oh, jetzt hier Manuel Neuer. 2.0 als Frau. Oh, shit. Das hat nicht ganz geklappt. So, das Spiel ist vorbei. Es hat echt viel Spaß gemacht. Und wenn dann irgendwie mal links und rechts so eine kleine Bemerkung oder so von mir kam im Spiel. Leute, ich habe viele Zuschauerinnen auch, die selber Fußball spielen und so. Ich finde das richtig geil. Auch viele Torhüterinnen wurden mir schon viel geschrieben und so. Ich finde das richtig cool. Und möchte in der Hinsicht natürlich überhaupt nichts Negatives sagen oder so weiter. Und habe ich auch echt nicht gemeint. Das Video ist einfach nur da zur Unterhaltung. Und ich finde cool, dass der Modus an sich, wie gesagt, mit dabei ist in FIFA. Und ich habe ja auch am Anfang des Videos gesagt, würde mir tatsächlich sogar wünschen, wenn man tatsächlich, auch wenn das Layout und die Lizenz nicht da ist, dass man theoretisch trotzdem einfach mit den Mannschaften die echte WM nachspielen könnte. Aber so hat man halt nur einen abgespeckten Turniermodus, den man überhaupt nicht bearbeiten kann. Das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, ich finde das richtig toll. Also kann man echt nichts gegen sagen. Ich hoffe,
ihr habt euch unterhalten gefühlt, ja. Und dann spielen wir Gruppenspieltag 2 in der nächsten Folge morgen um 18 Uhr und so weiter, so weiter, so weiter, je nachdem, wie weit wir kommen. Aber erstmal ein richtig spannendes Auftaktspiel hier gehabt. 10 zu 15 Schüsse. Ich möchte jetzt einmal nochmal schauen, wie viele Paraden ich jetzt doch tatsächlich hatte. Können wir das hier sehen? Ja, 6 Mal gefangen, 7 Mal pariert. Unglaublich viel zu tun, eine 8,0 Bewertung. Ja. Also, es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch jetzt auch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Auch gerne, wenn ihr selber Spielerin seid, ja, schreibt mir gerne eure Storys dazu in die Kommentare. Irgendwie stimmt das, sind wirklich alle Frauen, die Fußball spielen, total klein oder so weiter. Ich kenne mich im Frauenfußball null aus, muss ich sagen. Gerne eure Storys dazu in die Kommentare. Interessiert mich wirklich. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet morgen wieder ein um 18 Uhr, wenn es weitergeht, hier in der WM 2019, mehr oder weniger, von den Frauen. Über eine Bewertung auf dieses Projekt würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen. Das würde mir dann auch tatsächlich sehr zeigen, wie sehr ihr das mögt und ob davon noch mehr Folgen kommen sollen überhaupt. Links kommt ihr das auf jeden Fall noch zu meinen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Da gibt es immer wieder neue Updates und so weiter rund um alles, mir, dem Kanal und so weiter. Auf der rechten Seite kommt ihr jetzt zur Playlist dieser Torwart-Karriere. Torhüterin-Karriere müsste richtig sein, so. Und zur nächsten Folge morgen dann um 18 Uhr. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao.